Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory. Surviving Mars. Ja, wir haben hier gerade ein kleines Leck, weil ich habe die Zeit ein bisschen vorspulen lassen wollen. Und jetzt müssen wir gucken, dass, wo dieser Roboter gerade noch unterwegs ist. Da. Der bringt seinen Arbeiter mal nach da oben und dann müssen wir schauen, dass wir das hier wieder reparieren. Ich habe schon mal von der einen Seite das Loch geschlossen. Die pumpen brav hoffentlich das ganze Metall raus. So viel haben wir gar nicht auf Lager, ne? Es geht. Jetzt hoffen wir mal, dass die gleich hier ankommen und reparieren. Natürlich können wir hier noch ein Abbauzentrum machen. Und hier auch noch. Ah, dafür brauche ich eine Kuppel hier, ne? So, repariert mal das bitte. Repairt mal bitte. Repair das Zeug. So. Was ist mit dem Kabel? Dafür brauchen wir erstmal hier Metall, ne? Drohne! Drohne, bringt das Zeug vorbei. Hopp, 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 hopp. Wo seid ihr denn? Da kommt eine Lieferung an. Und jetzt wird instant wieder die Reparatur durchgeführt. Kabel werden angeschlossen. Und dann können wir hier auch wieder den Schalter umlegen. Überfällige Mars-Touristen. Wir haben hier einen überfälligen Mars-Touristen. Mein Handy hat schon wieder gepiepst. Warum tut mein Handy heute piepsen? So. Brauche ich hier oben noch Leute drin? Ja, hier oben brauche ich eh noch Leute. Dann tun wir doch gleich mal schauen. Passagierrakete. 17 Leute. Dann starten wir doch gleich mal die Mission. Langsam sollten wir auch wieder von hier was. Ah ne, wir haben ja noch keine Mitarbeiter drin, ne? Erst einen! Das ist scheiße. Wir tun die aber wieder voll öffnen. Wir können rein theoretisch jederzeit eine arbeiten, aber wir brauchen halt wirklich viel mehr Mitarbeiter. Das ist so brutal. Also allein hier schon die Vegetation aktuell ist noch relativ gering. Hier steigen wir auch minimal. Haben wir aktuelle Missionen, die interessant klingen? Zusätzliches Inventar. Spontanforschung im Ausschuss für die Start einer fortlichen Kommunikationssatelliten. Dafür brauchen wir 100 Treibstoff und Ding. Dafür gibt es 5% mehr Wasser. Haben wir hier noch irgendeine Mission? Oh, guck mal. Es verändert sich schon. Also passiert schon was. Der Planet verändert sich. Das ist schon mal cool. Hier überall so kleine Wassertümpel. Okay, Wasser ist bei fast bei 30% gerade. Jetzt muss noch die Atmosphäre steigen. Das ist natürlich so eine Sache. Können wir eine verdeckte Operation Technologie stehen machen? Und das machen wir auch gleich nochmal bei Russland. Technologie stehen. Start schicken. Nicht genügend Kolonisten. Jawohl! Das ist scheiße. Jetzt fehlt hier gerade Mitarbeiter. Also wir machen nicht ordentlich Metall, finde ich. Wir bräuchten... What the fuck happened now? Pff. Also hier muss auch noch eine Verbrennungsanlage auf jeden Fall hin. Wenn nicht sogar zwei, weil dann können wir richtig die Atmosphäre hochpumpen. Mit zwei machen wir 1,2 pro Zoll. Das wäre natürlich schon mega nice. So. Ich schicke jetzt mal meinen Staubsauger nochmal los. Was habe ich jetzt erforscht? Notfallausbildung habe ich geklaut. Notfallausbildung. Wäre die bei mir nicht davor schlau gewesen? Aber ja, egal. Wir forschen wie bekloppt. Gerade machen wir widerstandsfähige Vegetation und dann machen wir das danach, das Mohole Project. Damit sollten wir auf jeden Fall gut Sachen machen können. Marsianisches Urheberrecht. Lizenziere marsianische Urheberrechte für die Benutzung auf der Erde. Erhalte Geldmittel in Höhe von 2 Millionen.
Nur MV-Laser schützt vor Asteroiden, widerstandsfähigere Architektur, Plasmaschalter, Edelmetallexplosion um 50%, das wäre natürlich schon geil. Das Pensionsalter und der Tod durch Altersschwäche treten, oh, auch geil. Megasatellit. Nukleares Thermofilm. Schaltet spezielles Polarkappenschmelzen. Mehr Wasservorkommen verfügbar über die Planeten. Ist schon alles geil. Das ist auch was, was wir in Zukunft brauchen werden. Mikrofusion, künstliche Sonne. Auch heavy. Bringen die 17 Kollegen mal hier rein. Kommt rein in die gute Stube. Abreisende Kolonisten ab. Ah, der haut jetzt auch ab. Jetzt wird das natürlich auch gleich aufgefüllt wieder. So, wie schaut es hier aus? Über einer in der Schicht mindestens? Cool. Dann machen wir jetzt 24. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wir machen auf jeden Fall schon mal eine dauerhafte Produktion wieder. Muss ich die noch upgraden? Ne, die sind schon geupgradet. Wie schaut es mit der Staatsfunktion aus? Sind auf dem Weg, dass wir den Staat durchführen können. Du bringst Kollegen wieder zurück. Ah, die Endmission ist gerade losgeflogen. Technologiefortschritt 2000, okay. Das bedeutet jetzt, wir sollten, wenn wir unter Forschung gucken, schon näher da dran sein, ja. Die anderen sind halt schweineteuer. Wir können ja währenddessen einfach mal so fragen, hey, Brasilien, Kontakt aufnehmen, wollen wir Technologie austauschen? Wie sind nicht in Interesse, Handel beginnen? Schickt 50? Na, das brauchen wir alles gar nicht. Ferngesteuerte Commander. Ich schaue gerade nochmal, wo jetzt hier so aktuelle Ressourcen sind. Zum Beispiel hier. Ich kann noch E-Mails hier sagen, hey, sammel mir mal alles in diesem Gebiet auf. Bring es runter ins Lager. Mach mal. Tu mal, mach mal. 5 abreisende Kolonisten. Leute, die Rakete startet nicht. Das ist eine Vorratsrakete für Missionen. Lagerressource ist angeblich wieder niedrig. Tun knapp am Limit arbeiten, ne? Und wenn wir irgendwas reparieren müssen, dann geht das schnell runter. Also es ist wichtig schon, dass die hier alle arbeiten. Die tun allein 12,5 produzieren. Die andere Anlage ist hier. Hier unten, glaube ich, ne? Ja, da arbeitet aber aktuell keiner. Schiesch. Hier arbeitet aber jemand. Hier arbeiten auch viele. Aber die ganzen Kuppeln sind halt großteils unbemannt. Das macht Probleme. So, die Rakete kann starten. Hätten wir denn noch irgendein Passagiere? 9 starten. Holt mal eure Kollegen. Lasst ihr die jetzt einfach so stehen? Helft denen doch mal. Ja, danke schön. Warum sind jetzt da 4 Raketen? Also der eine bringt wieder 9 Menschen vorbei. Da war was. Na, aktuell, ja, jetzt sind wir schon bei 104, 105. Das gefällt mir nicht, das sinkt mehr irgendwie gerade wie irgendwas anderes. Das können wir hoffentlich in Zukunft ändern.
Polymer auch schwach. Da sind noch ein paar Metallvorkommen, die man angraben könnte. Ist gerade große hier in Konflikt gerade. Immer wie immer. Ganz viel Earth 6 Colonists. Da bringt neun Passagiere mit sich. Problem ist ja, diese neues Riesending bauen will wieder. Braucht 200 Material 50-50. Das würde gehen, aber wir haben keine 50 Maschinenteile in dem Fall. Das ist wieder die andere Sache. So, der See kostet mich wie viel? Den könnte ich natürlich wieder bauen irgendwie. Jetzt haben wir da schon so einen großen See gebaut. Kann ich? Weil es würde mir terraformmäßig helfen. Sagen, okay, Ebenen. Ebne das gesamte Gebiet. Benötigte Gesteinsabfälle 200. Das ist allein ein Peil hier. Ich bringe mal meine Kollegen hier runter. An Mitarbeitern. Dann können die da mithelfen. Dass das langsam aufgebaut wird, aber die machen das eh relativ flott. Findet einer hin drin bitte einen Job? Nein. Sind nicht mal hierher gezogen. Die sind jetzt hingezogen, machen irgendwas anderes wieder. Einer wenigstens hier drin. Jo, hier arbeitet einer mittlerweile wieder drin. Gehen, aber sehen wir allein schon die Maschinen immer weiter, obwohl angeblich wir 14 produzieren und 12 nur zur Wartung brauchen. Mein Problem ist halt auch, dass wir viel zu wenig haben, viel zu wenig Mitarbeiter. Wir haben allein 146 freie Arbeit, 246 freie Arbeitsplätze. Hier ab, liebe Rakete. Also die Produktion habe ich doch dezent verkackt. Muss man ja so sagen. So, und jetzt können die hier die volle Arbeitsleistung bringen, hoffentlich. Oh, wie viel arbeiten mit? 2! Leute, eigentlich sollten die Kollegen des anderen Zentrums, da wo auch immer das sich gerade befindet, hier, sich darum kümmern, aber sie kümmern sich mehr darum wie wir. Vorteil ist natürlich, hier werden so viel Steinsabfälle drin gebraucht, dass wir halt echt wieder gerade schön Ressourcen freikriegen. Schaut gar nicht gut aus. Dann würde ich sagen, Frachte. 30 davon. Und dann starten. Ein paar Ressourcen nachliefern. Das ist natürlich der Weg wieder größer, aber die Schaffe ist trotzdem halt in einer Geschwindigkeit. Wir haben ein Lager jetzt schon leer. Wir haben fast das komplette Ding hier dann gefüllt.
immer noch Sagat. So, okay, dann. Alles nach hier unten. Gut. Zack, instant fast das ganze Eisen weg. Weil natürlich die Hauptproduktion findet hier oben statt. Und die sollten hoffentlich Metall auf Lager haben, aber irgendwie... Das Gefühl, die Hauptproduktion funktioniert nicht so schön wie gehofft. Starten. Wir füllen jetzt hier unten wieder die Rakete, das Gebiet voll auf. Na Leute, wir schaffen das. Alter, jetzt schon 4,7 in der Luft. Das ist natürlich geil. Wo konnte ich denn nochmal die Fortschritte mir anschauen dann? 3 Biorobotikwerkstätten. Biorobotikwerkstätten. So. Das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt für sowas. Die wollen nicht eigentlich noch ebnen. Ich finde es interessant, dass sich nicht die komplette Truppe hier interessiert dafür. Maintenance-mäßig sind wir also aufgefüllt schon. Natürlich schon mal vorteilhaft. So, rauf mit dem Ding wieder. Mädchenstimme 2 Säule. Kann ich die Atmosphäre langsam einsetzen und... irgendwie das Ganze in Gang setzen. Okay, so viel brauchen die jetzt auch nicht hier. Ach, schön, wir noch mit Radio. There are Earthsick colonists. So. Kontrollzentrum. What the fuck? Es gibt echt richtige Songs? Ich schaue jetzt mal ein Lexikon. Tipps. Wo war denn das? Auffassung Terraforming Atmosphäre. Irgendwann muss doch auch mal sehen, was wann passiert, oder? Als ob er das schon alles abge... lol. So. Jetzt aber. Yes, ein Mitarbeiter. Ist ja nur eine Mitarbeiterin aktuell, aber... hey, ist ja wurscht. Die Musik ist ja mega cool. Wo sind nur zwei? Schaut sie aus? Hier sind nur zwei drin und die eine. Ich. Ne, das will ich nicht, aber ich würde die gerne pausieren für das. Ne?
auch schon über so kleine. Ist das? Nee, das ist kein Grasfleck. Innen sind die übelsten Wiesen mittlerweile entstanden. Wenn sich das anschaut, schaut euch diese Wiese an. Wir müssen nur den Punkt erreichen, wo langsam das ganze Ding arbeitet. Es braucht nur 2,5 Stein. What? Okay, da ist auch nicht wirklich viel zu machen, ne? Muss halt nur gucken, wo man am besten ansetzt. Gut. Falls wollen wir jetzt da einfach einen See hinsetzen? Research complete. Dann wäre jetzt hier noch ein See. Widerstandsfähige Vegetation. Wie kann es denn? Es breitet sich von selber aus. Was brauche ich dafür jetzt neue Sachen? Ich mache jetzt hier noch so ein Universallager hin, warte mal. So. Und dann tun wir da noch eine Röhre hinsetzen. So. Abheben, meine Freunde. Die Musik ist ja noch geiler. Also, die fühlt man richtig. Cool. Alles von dem nach hier unten bringen. Ich schalte sie aus. Das wird jetzt problematisch halt. Wir haben fast nichts. Obwohl, wir tun mehr produzieren, angeblich. Es fehlt nur noch Betonlieferungen. Ganz viele Betonlieferungen. Alter, wenn man so Musik auf dem Mars hört, ich ziehe instant auf dem Mars. Ich feiere das gerade übelst. Und jetzt kriege ich einen Copyright Strike wahrscheinlich noch am Ende. Das wäre zu lustig. Puff, da ist der See. Füll den See auf. Mach ihn grün. Auch Tiefenwasser, oder wir können eigentlich dann hier auch eine Leitung noch hinlegen. Und Wasser pumpen. Vielleicht die Leitung da unten, das Wasser da unten eigentlich. Ah, noch 50.000. Ich habe dem Ding schon über 20.000. Oh, 6 Millionen hier halten, cool. Welcome back for more of the Mars Vision Song Contest, right here on Mars Vision Radio with me. Aha. And now. When Apollo 11 landed on the moon in July 1969, Neil Armstrong took a giant leap for mankind and set his feet on the lunar soil for the first time, which profoundly changed in the minds of every single Earthling. However, Earthling landing was nothing like a relaxing walk in the park. The truth is, they nearly crashed. There are plenty of videos about it, so check it out. It's a thriller. Speaking of a thriller,
Michael Jackson was also inspired Meteor by Neil's incoming. Walk, and he went to the dance studio and invented his famous moonwalk dance. Then again, it's been debated whether Michael was from Earth or not. Our next artist in this friendly musical contest Meteor. Is Brüche. Though his last name is Taylor. Maybe he'll invent a Mars walking dance move. After all, he's a Jackson too. Who knows? Tut's reparieren. Ladies and gentlemen, for the USA, this is Jackson Taylor with All I Need. Jetzt bin ich mal gespannt, ist das echt das Lied? Oder muss ich umschalten? Reparier die Legs! Leute, reparieren? Was habt ihr vor? Ach, ihr wollt das Metall holen, oder was? Volltreffer, jawohl! Warum trifft es denn diesmal genau bei uns? Ich brauche endlich diese. Ich muss echt dieses Schützt. Ja, heute geht's genau in die City rein. Wahnsinn. Scheiße! Jawohl, wieder aufs Lager, jawohl! Oh, Scheiße! Lebenserhaltung durch Trend, jawohl! Alter! Na komm, triff noch mehr! Mach's wieder kaputt, was ich hier aufbaue! Komm schon! Das hat den nächsten Roboter erwischt. Es tut mir leid, kleiner Roboter. Drei Rover wurden zerstört. Holy shit, es trifft sich dann. Also heute hat es echt abgesehen auf die Stadt. Holy shit, ich glaube, die sind nicht zufrieden, dass ich mir den Planeten verbessere. Lass doch mal, das kann doch auch nichts dafür. Ah. Immer um dieselben Stellen rum. Was soll denn das? Wenigstens hier nicht die Leitung, weil da habe ich keinen Schutz drüber. Wir holen jetzt einfach mal die nächste Rakete mit Passagieren in dem Fall. 18 Leute. Schauen wir mal, wo wir nochmal unseren Rover hin können. Schau, hier oben kann er noch hin. Sammel. Alles. Und bring's wieder hier runter. Na kommt schon. Wir haben es geschafft. Jawohl. Dafür sind langsam so alle Rover. Alle kleinen Freunde kaputt gemacht worden. Unsere kleinen Freunde. Wir werden euch rächen. Jetzt geht's ja wieder. Wir sind gut wieder unterwegs. Okay, jetzt muss er noch langsam mit der wieder landen. Hier arbeiten zwei schon drin. Landen. Ich kann mir noch erinnern, am Anfang war hier nichts. Mittlerweile schaut es so aus. Warum läuft ihr nach hinten? Yes! Jetzt arbeiten hier noch mehr drin. Ihr habt daneben doch einen Tunnel, nehmt doch den! Gehen die hin? Ach, jetzt gehen sie doch einen Tunnel durch.
Wenn da drin Leute arbeiten wollen, du auch kein Problem. Finde ich auch super. Alter, die Musik, die rockt so richtig. Wahnsinn. Jetzt kann aber langsam die Produktion hier auch nach oben schießen, aber sonst noch was. Jetzt produzieren wir ja ordentlich. Schießt die Produktion nach oben davon. Elektronikteile sind noch ein paar. Ah, die Produkten sind jetzt oben in der Scheiße. Dann holen wir noch eine Passagierrakete. Jetzt geht's hier wieder ab, Leute. Wie schaut's aus? Genug Tank? Ja, dann starten wir durch. Alter, was habt ihr vor? Wo wollt ihr hin? Aber die alles gerade verbraucht wird die ganze Zeit. Haha. So schaut's aus. Holy shit, schau mal, was da für Nahrung gekommen ist. Unser Lager ist bumm voll mittlerweile. Wir haben die 4000 erreicht an Nahrung. Holy shit. Und der bringt. Alter, schaut mal, wie viel. Oh, lecker. Lecker. Wo bringt den Rest? Ah, nach hinten. Okay, jetzt holt er nochmal mehr Zeug. Gut. Darüber freuen sich natürlich die ganzen Kollegen hier, weil Metall ist natürlich wichtig. 120 mittlerweile auf Lager. Na, wir brauchen 50 Maschinenteile dafür. Weil sonst würde ich echt noch hier einen hinsetzen. Beziehungsweise einfach hier hin. Ich demontiere das mal. Dann können die nicht umräumen schnell. Fünf Passagiere, die sollen eigentlich die drei Touristen schnell abholen, die oben sind. 120 Mittel bekommen, cool. Brauchen eine Frachtrakete, die wir schnell. Ah, 20 bringt sie nichts. Ankommende Touristen, abgehende Touristen. Jetzt wird das Lager schnell geleert. Wir haben Lagerplatz hier wieder für oben für die ganzen Steinressourcen, aber die restlichen sind wahrscheinlich schon voll. Die müssen auch noch starten. Jetzt arbeiten hier dauernd auch Leute drin. Perfekt. Hier arbeitet eine drin. Unsere Produktion liegt bei 20, das ist gut. Bedeutet, wir machen 7,4 mehr. Kann ich jetzt noch eine. Ah. Langsam kommen wir in bis positive Gebiete auch rein. Sind auch wieder gelandet, ne? Noch unterwegs, ja, der kommt hier wieder. 17. Also aktuell haben wir auch genug. Oh. Da muss ich immer noch kontrollieren, dass genug kommt einfach. Das ist jetzt so die Sache. Natürlich, aber wenn sie verbrauchen, ja, das ist halt wieder so die Sache, ne? Du weißt nie, wann sie was einfach verbrauchen oder ob deine Ressourcenproduktion jetzt gerade zu niedrig ist. Start. Was ich jetzt noch gerne wissen würde, was war mit dem Forschungsprojekt, was sie gemacht haben mit dieser widerstandsfähigen. Wie
widerstandsfähigen Vegetation. Haben wir das nicht irgendwo gemacht? Hier. Halbiert den Wasser- und Temperaturbedarf für Gräser, Büsche und alles. Ah! Und wir können jetzt danach gut das hier machen. Marsianische Wissenschaftsinstitut. Kolonisten ohne ordentliche Spezialisierung unterliegen einer geringen Arbeitseinbuße. Vielleicht sollte ich das hier. Immer nach oben tut, jetzt mal vor die drängeln. Hier geht's ab, Jungs! Direkt den nächsten Auftrag. Wir finden bestimmt wieder noch Sachen ohne Ende. Alle. Und bringst wieder runter. Und der See ist doch jetzt. Nee, Wasserstand an 89%. 90% jetzt. Bodenqualitäts-Overlay. Schaut euch dieses Bodensqualitäts-Overlay an. Holy shit. Das wird schon. Ich glaube, dass der hier ein bisschen Einfluss hat, wie jetzt der hier drüben, weil der hat natürlich vollen Einfluss. Hier wachsen ja auch schon Wiesen. Hier wachsen auch schon Wiesen. Cool. Sollte auch der Wasserstand noch ein bisschen schneller wachsen. Die riesigen Seen machen allein 0,2 aus. Vom großen See macht 0,5. Was ich gerade sehe, dass die Ressourcen wieder droppen. Ist gerade irgendwo eine große Reparatur oder was ist los? Aber wenn das immer einbricht, natürlich, da brauchen wir wieder viel, 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 viel. Passagierrakete. Starten. Exportiert noch, okay. Und jetzt halt haben wir noch eine Frachtrakete, die uns noch ein bisschen was davon nachliefert. So. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo. Everything changes. We'll be right back.